und herzlich willkommen zu unserem heutigen Moravan Schönheitsblog. Und ich habe wieder da die tolle Frau Coral. Hallo zusammen. Unsere Neuseeland-Manuka-Spezialistin von Living Nature und Frau Coral. Sie haben jetzt hier einiges mitgebracht. Manuka-Honig, Manuka selbst, eine warme Honigmaske. Genau, ich habe Ihnen mitgebracht das flüssige Gold aus Neuseeland. Mhm. So wird es sehr gern genannt. Der Manuka-Honig, viele von Ihnen kennen ihn vielleicht als Nahrungsergänzungsmittel mit wundervollen Eigenschaften. Wie Sie sehen, gibt es den Manuka-Honig in unterschiedlichen Größen. Und was sich vielleicht viele fragen, Manuka-Honig in unterschiedlichen Intensitäten. Und das möchte ich ganz kurz erklären. MGO 30, MGO 550, MGO 100, was bedeutet das? Manuka-Honig hat eine antibakterielle Eigenschaft, die einem Antibiotikum gleicht. Und das finden wir eben nicht in einem normalen Honig, wie Sie ihn kennen, einen Blütenhonig, einen Tannenhonig. Das finden wir nur im neuseeländischen Manuka-Honig. Das wird von der Manuka-Blüte, Sie sehen hier mal die Blätter und Blüten des Manuka-Busches und die Biene, die die Pollen sammelt und in den Bienenstock bringt, die bringt dieses MGO, Methylglyoxal, mit in den Bienenstock und dann haben wir es im Honig. Mhm. Festgestellt haben das die Neuseeländer schon vor 30, 40 Jahren, aber richtig analysiert und herausgefunden, was das ist, hat der Professor Hähnle aus Dresden von der TU der Lebensmittelchemie. Und seitdem ist dieses MGO natürlich in aller Munde. Ja. Und je höher, zum Beispiel MGO 550, das ist jetzt ein Honig, den empfehlen wir Leuten, die schwere Magen-Darm-Probleme haben, Entzündungen, die so viel Antibiotika schon genommen haben, dass einfach nichts mehr hilft. So MGO 30 ist so das Einstiegsprodukt für MGO 100, das ist das, was meine Familie und ich essen, wenn wir merken, der Hals kratzt. Wir brauchen einfach ein bisschen Stärkung der Abwehrkräfte. Ja. Und dann gibt es diese tollen Bonbonsorten mit Ingwer und Zitrone, mit Johannisbeere, wie sind jetzt neu, genau das sind diese neuen Sorten, die schmecken super, die helfen toll, ist mit Manuka-Honig MGO 400. Ja. Dann haben Sie ja sogar auch noch die Zahnpasta im Programm, Tinktur, also rund um den Honig gibt es natürlich ganz viele Sachen. Ja. Und für die Kosmetikerin haben wir mitgebracht und dann machen wir gleich die Behandlung. Das Produkt, das nennt sich Warm Honey Exfoliate und wir haben es hier schon mal in unser Teelicht reingegeben, ein wunderschönes Teelicht von Farfalla, gibt es auch bei Moravan. Das ist fast reiner Honig mit Echinazin, der wird gewärmt und wir zeigen Ihnen gleich, was wir damit auf der Haut haben. Ja, bis gleich. So, die Frau Pasch ist ja jetzt mein Modell und ich zeige Ihnen jetzt, was wir mit diesem Produkt Warm Honey Exfoliate machen. Wie Sie sehen, es ist jetzt richtig schön flüssig geworden. Und zwar ist in diesem Produkt hauptsächlich unser Manuka-Honig, dann Echinazin, das kennen die meisten wahrscheinlich als Produkt aus der Apotheke. Echinazin ist sehr schön für die Zellregeneration da. Und ein Teil Milchsäure, 3%ig. Und die löst wunderschön kleine Hornschüppchen, festere Partikel, die auf der Haut sind. Wenn wir unser Produkt warm gemacht haben, ist es wichtig, dass wir erstmal selber die Temperatur bei uns ausprobieren, um jetzt unseren Gast nicht zu verbrennen. Das ist jetzt ein bisschen warm, Frau Pasch. Wir können jetzt, ich gebe jetzt mal ein bisschen von der Feuchtigkeitsgelmaske dazu, dann wird es etwas kühler, weil sonst warten wir jetzt zu lange. Und mit mehr Feuchtigkeit lässt sich die Maske auch noch mal ein bisschen einfacher auf der Haut verteilen. Ah ja, das ist eh ein guter Tipp. Genau. So, wir machen noch mal den Temperaturtest. Und ich nehme hier diesen wunderbaren Pinsel, diesen Fächerpinsel. Ist auch ein veganer Pinsel, Frau Pasch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und wir fangen am Kinn an zum Auftragen. Und Sie sagen mir jetzt, wie es für Sie von der Temperatur ist. Gut. Ist noch gut? Gut. Alles klar.
Also das heißt, in ein paar Minuten ist es quasi, ist die Maske warm im Stöbchen? Das geht relativ schnell. Wir nehmen einfach mit dem Spatel oder Löffel aus unserer Kabinendose den Honig raus und geben den in dieses Stöfchen rein und der erwärmt sich. Und was passiert jetzt durch die Wärme? Manche sagen ja, warum ist es ein Peeling, wenn es so ein weiches, zartes Produkt ist? Durch die Wärme öffnen sich die Poren und die Wirkstoffe vom Manuka-Honig können schon mal auch in die Haut einziehen. Also das ist gleichzeitig auch für die Regeneration der Haut, wenn wir Vernarbungen haben, wenn die Haut über zu viel Sonneneinstrahlung zum Beispiel sehr trocken und ausgedörrt ist, eine wunderschöne Sache. Und diese Milchsäure, die im Honig ist, die löst Schüppchen, Verhornungen, aber auch wenn sehr viele Ablagerungen auf der Haut sind, das große Thema Pollution könnte man jetzt hier ansprechen, oder noch Silikone, Mineralöle, die einfach auf der Haut kleben. Das alles löst der Honig. Und wie Sie sehen, ist es für unseren Gast auch ein ganz angenehmes Erfahren, weil wir den Honig sanft einstreichen und über den Pinsel schon diese Massage haben. So, ich puste jetzt mal die Kerze aus. Der Honig sollte insgesamt zwischen 10 und 15 Minuten auf der Haut verbleiben. Das besonders Schöne ist, was wir jetzt unserem Gast anbieten, eine Massage mit den Edelsteinen. Ich glaube, Sie haben auch ein Programm, wo man die Edelsteinmassage erlernen kann. Ist das richtig, Frau Paas? Ja. Genau, jetzt sehe ich, das sollte nicht passieren. Also immer schön aufpassen, wo der Honig hinkommt. Jetzt gehe ich ihn noch einmal kurz drüber. Und wir massieren den Honig jetzt mit unseren Edelsteinen ein. Ich glaube, Sie haben mir den Chalcedon gebracht. Mhm. Und ich beginne am dritten Auge. Und ich lasse jetzt meine Steine als Verlängerung meiner Hände über das Gesicht gleiten. Ich finde es sehr schön, dass man in Ruhe parallel synchron arbeiten kann. Sie können in sanft kreisenden Bewegungen gehen. Sie können diese Achten an den Schläfen machen. In großen Streichungen runter, übers Kinn. Die ganzen Wangen ausstreichen und unser Honig arbeitet. Für unseren Gast ist es jetzt wirklich eine Doppelfunktion. Es ist eine wahre Entspannung. Es ist was ganz Harmonisches und Beruhigendes. Und die Steine, je nachdem welchen Stein Sie auswählen, hat er natürlich auch eine Bedeutung auf die Haut. Etwas Fließendes, was Anti-Entzündliches, was Belebendes, wie beim Rosenquarz zum Beispiel. Also das Sortiment von Steinen ist doch ziemlich groß. Dann unterstützt der Manuka-Honig in dem Produkt die Hautregeneration zusammen mit dem Echinazin. Feuchtigkeit wird gespeichert. Reparaturfunktionen werden ausgelöst. Ganz wichtig zum Beispiel, wenn ich das bei jemandem mache, mit sehr vielen Unreinheiten zur Verhinderung von Aknenarben, Sonnenschädigungen, Aufbauarbeit, wenn die Haut recht reif ist, anspruchsvolle Haut. Also es ist eine wunderschöne Behandlung, die man wirklich für jeden machen kann. Das Einwirken vom Honig zwischen 10 und 15 Minuten und zum Ende hin merkt man, der Honig wird kühl auf der Haut und dann, wenn Sie das so sehen, dann fängt es ein bisschen an zu ziepen. Wenn das relativ schnell einsetzen sollte, kann man auch nochmal die Griffel ins warme Wasser geben und dann lässt es sich wieder leichter gleiten. Das kommt so ein bisschen auf dieses Hautbild drauf an, wie man es macht. Und was wichtig ist, Sie sehen, es ist Ruhe angesagt, also man gleitet langsam, nicht hektisch, weil das ist dann dieses wirklich sehr entspannende Gefühl für unseren Gast, ein Peeling zu bekommen, was gleichzeitig Erholungsfaktor hat. Und ich beende die Edelsteinmassage gerne auch so am dritten Auge,
und dann die Steine am besten zurück ins Wasser legen, damit sie nicht hinfallen. Und dann können wir die warme Honigmaske mit einer Kompresse runternehmen. Und die Haut ist dann vorbereitet für unsere weitere Behandlung, um dann Wirkstoffe besser aufzunehmen. Sei es, dass sie jetzt mit feuchtigkeitsspendenden Masken arbeiten, mit Wirkstoffkonzentraten. Also sie können diese Maske wirklich zu Beginn von ganz vielen Behandlungen einsetzen, von vielen Hauttypen. Und Sie sehen, der Honig geht wunderschön mit den Kompressen runter. Er klebt zwar der Honig, aber mit Wasser lässt sich das natürlich sehr schön lösen. Jetzt haben wir den Honig runtergenommen. Frau Pasch, wie fühlt es sich jetzt für Sie an? Es ist so eine Streicheleinheit für die Seele auch. Also so schön und diese langsame, gleichmäßige Bewegungen. Es ist unglaublich und es fühlt sich so sauber an. Es ist ein richtig schönes Gefühl. Das trockne ich nochmal eben hier ab. Und der Geruch ist so schön, auch währenddessen mit dem Honig. Ja, und das Schöne, wir haben Ihnen jetzt den Lippenstift draufgelassen, aber Sie können Ihrem Gast natürlich auch den Honig mit dem Pinsel über die Lippen streichen, weil das Produkt schmeckt tatsächlich recht gut, süß-sauer. Durch diese Milchsäure, die drin ist, hat es ein bisschen säuerlichen Touch. Ja. Also das ist wirklich die Naturkosmetik, wie man sie sich vorstellt. Ja. Eine Naturkosmetik, die ich essen kann und gleichzeitig eben so einen schönen Effekt auf der Haut macht. Ein ganz zartes, weiches Hautbild und eben jetzt wunderbar vorbereitet ist für alles Schöne, was Sie Ihrem Gast jetzt auf die Haut geben möchten. Ja, dann vielen Dank, Frau Koral. Ich hoffe, es geht jetzt weiter hier auf der Liege. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.